2018 Steinberg GG. Also steiniger als dieser Weinberg geht doch gar nicht, oder? Steinberg, der Name sagt's. Es ist vor allem da in den Parzellen, wo wir das Großgewächs ernten im Steinberg, extrem karg, extrem steinig und du läufst, wenn du den Weinberg hochgehst, wie auf so einem Gleisbett von der Eisenbahn. Das ist eigentlich nur Schotter, Quarzporphyr und machst zwei Schritte vor und rutscht einen zurück. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne mich mit dieser Situation aus und es ist unglaublich hart, in solche Weinberge zu arbeiten. Exakt aus dem Grund, man kommt nicht voran. Man hat das Gefühl, ich stecke an der gleichen Stelle die ganze Zeit. Also es ist schon sehr, sehr mühsam auch. Und genauso muss man sich, glaube ich, auch vorstellen, ist es mühsam für die Reben, die Wurzeln wirklich in diesen Fels auch reinzutreiben. Aber wenn dann letzten Endes die Wurzeltiefe mal erreicht ist, ja, und dann hast du in den Wein eine Expression der Lage, die... Irrsinnig mineralisch ist es. Genau. Wow. Genau. Fast so viel des Guten. Und ja. Hast du vor allem in der Jugend, wie du sagst, genau, es ist halt sehr karg und sehr fest, sehr geradlinig, sehr pur. Vielleicht auch innerhalb unserer Lagen, unserem Spektrum, vielleicht das purste, fokussierte, geradlinigste Wein, den wir innerhalb der großen Gewächse auch haben. Ja, das sind Weine für die Ewigkeit. Ich denke mir, das fängt an jetzt richtig gut zu schmecken, aber 5 Jahre, 10 Jahre, ich denke mir auch 20, 30 sind da gar kein Problem. Braucht unbedingt Zeit in der Jugend und wer die Geduld aufbringt, wird am Ende belohnt. Hier. Prost.